Man kann es nicht oft genug sagen. Zum Glück leben wir in einer Demokratie, sogar zunehmend in einer Mutikratie. Die Merkel ist tatsächlich total interessiert an der Meinung ihrer Bürger. Alle dürfen der Kanzlerin jetzt im Internet Änderungsvorschläge machen. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Ja, endlich ändert sich was. Offen für alle Vorschläge. Sie können der Kanzlerin vorschlagen, was Sie wollen, und dann bleibt alles so, wie es ist. Also, das ist ein Thema, was wir unbedingt aufnehmen müssen. Ich nehme das mit, es ist aufgenommen und das wird leider auch noch 5 bis 10 Jahre dauern. Wir nehmen ja heute die Vorschläge auf. Ob ich den umsetzen kann, weiß ich nicht. Okay. Er guckt mich immer so nett an. Eins nur. Aber ganz kurz. Das würden Sie sich wünschen. So, jetzt sind Sie aber endlich Sie dran. Alles gut bei euch? Ja, ich finde, die macht das super mit dem Interesse heucheln. Ne? Ich sage Ihnen, die sollte eine eigene Talkshow bei Sat.1 bekommen. Irgend sowas wie Mutti am Mittag. Ne? Thema heute, Hilfe, meine Probleme interessieren die Kanzlerin einen Scheiß. Zwei junge Männer in einer Fußgängerzone irgendwo in Deutschland. Sie gehören einer einflussreichen Sekte an, den Zeugen Angelas. Sie ködern die Menschen mit dem Versprechen einer sorgenfreien Welt. Alles ist gut, es gibt keine Umweltverschmutzung, Ihre Rente ist sicher. Sie werden auch nicht abgehört. Das Haupt der Sekte, die geheimnisvolle Angela Merkel. Johannes Schlüter, Sektenbeauftragter aus Bielefeld, erklärt, was es mit den Zeugen Angelas auf sich hat. Bisher gab es ja viele Sekten, bei denen es ziemlich laut zuging, wie zum Beispiel Scientology. Die SPD ist nicht das alte Möbelstück, das sich in der politischen Landschaft mal so herumschubsen lässt. Die Zeugen Angelas sind da leiser, aber trotzdem sehr gefährlich. Die Sekte hat Kontakt ins kriminelle Milieu. Die Zeugen Angelas erkennen sich an einem Dreifaltigkeitssymbol. Es besteht aus 3 Halbkreisen. Diese stehen für den Mund, aus dem die alleinselig machende Wahrheit kommt. Wir wollen helfen, Ihre Träume wahrzumachen. Die Hände der Sektenführerin bilden meist eine Art Raute. Im Mittelpunkt steht das Wichtigste, nämlich nichts. Die NSA-Abhöraffäre? Es gibt sie nicht. Mir selber ist kein nichts bekannt, wo ich abgehört wurde. Einlullen, abwiegeln und beschwichtigen. Seit Jahren die Taktik der Zeugen Angelas. Meinhard B. war einer von ihnen, bis er ausstieg. Jeden Morgen mussten wir die Alles-in-Buddha-Übung machen. 3 Stunden aussitzen. Mussten sie immer Mutti nennen. Und diese Mutti hat viele zwielichtige Unterstützer, sogar im Ausland. Zufall? Das dachte ich zuerst auch, aber wenn man die Platte rückwärts laufen lässt, hört man eine versteckte Botschaft. Machen Sie Ihr Kreuz bei Herzen. Die Zeugen Angelas. Eine Sekte, die sich immer weiter ausbreitet. Wir sind eins. ARD. Zu Hause hat die Kanzlerin endgültig auf Wahlkampfmodus umgeschaltet. Woran erkennt man das? Richtig, an dieser Ruhe, meine Damen und Herren. Himmlisch. In Sachen Innenpolitik, werden Sie mir zustimmen, macht die Frau gar nichts mehr. Was logisch ist, denn wer so doof ist, im Wahljahr über Politik zu reden, der kann ja nur verlieren. Deswegen macht Merkel bei ihren öffentlichen Terminen in Deutschland nur noch sowas hier. Macht sie super. Echt schade, dass sie damals so früh bei den Pudis ausgestiegen ist, muss ich sagen. Ja, so musst du es machen. Manche behaupten,
behaupten sogar, sie hätte in diesem ganzen Wahlkampf keine einzige konkrete Aussage gemacht. Das ist natürlich Quatsch, das stimmt so nicht. Sie hat genau eine konkrete Aussage gemacht und wir haben sie gefunden. Wenn ich ein Tier sein müsste, dann wäre ich gerne ein Adler. Was wären Sie denn gern für eins? Ich habe immer als Lieblingstier manchmal die Kröte genannt. Nur manchmal, das ist Merkels Problem, verrät ihr Gesicht und verrät ihr Tonfall, wie sie die Frage wirklich findet. Was mir ganz, ganz wichtig ist, dass das Land regiert wird von Sozialpolitikern. Gut. Ja. 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 Sozial ist jetzt nicht so meins. Ne? Aber bei euch hier im Osten muss man wohl so tun, als ob. So, Kinder, Hefte raus, Klassenarbeit, Erdkunde. Angela, komm mal nach vorne an die Tafel und zeig uns doch mal, wo Berlin ist. Hier soll Berlin sein, ne? Oder? Da ist Berlin. Oh, was ist denn das hier? Russland. Was? Russland. Russland, kommen so viele her? Naja. Naja, komm. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein heutiger Gast ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. Frau Merkel, Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie in diesem Wahlkampf nicht genügend Position beziehen. Ja, Kante zeigen, wie sehen Sie das? Gerade in der FDP wünschen sich manche ein stärkeres Bekenntnis zu Schwarz-Gelb. Was sagen Sie denen? Viele Menschen im Land haben den Eindruck, dass... Frau Merkel? Also, nicht wenige, aber viele im Land glauben, dass sie sich in einer großen Koalition doch ganz wohlfühlen, auch oder gerade an der Seite von Frank-Walter Steinmeier. Kann man das so sagen? Frau Bundeskanzlerin, vielen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Und damit werfe ich auch schon einen Blick auf das, was sich einfach dramatisch verändert hat. Wer hat nicht vergessen, wie während meines Urlaubs im Sommer 2007 der heutige Bundesbankpräsident mir eine SMS schickte und sagte, die IKB ist in Schwierigkeiten. Und ich kurz vor Beginn einer Oper in Salzburg zurückfragte, was ist die IKB? Das war nun nicht sozusagen Ausdruck meiner unbedingten kleinen, detaillierten Sachkenntnis, aber die IKB war nie auffällig geworden. Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht gleich einen Shitstorm von bestimmter Seite ernte. Ja, dann pass mal auf, du. Hey, graue Maus in dem Hosenanzug. Zuerst ja und dann nein. Davon haben wir genug. Seit 8 Jahren sitzt du hier, klarer Kurs, nicht dein Bier. Diese Leier geht uns auf die Eier. Mal ja und mal nein, mal Wasser, mal Wein, mal Huhn und mal Schwein, mal dreckig, mal fein, mal hoch und mal tief, mal gerade, mal schief, mal gegen Atom, mal für Mindestlohn. Du machst gerne mal den Wendehals, es ist alles aus wie der Typ aus der Pfalz. Mal gelb und mal rot, mal dick und mal doof, auch wenn es mal knallt, du bist so eiskalt. John Berrick, Deutsche Welle. Frau Bundeskanzlerin, ich möchte eine Grundsatzfrage stellen. Wenn ein Bürger feststellt, dass seine Regierung heimlich gegen Grundrechte verstößt, steht das ethische Gebot, dies zu enthüllen, höher als eine gesetzliche Schweigepflicht? Ich glaube, dass in allen demokratischen Staaten Bürgerinnen und Bürger, die in einen solchen Gewissenskonflikt geraten, Möglichkeiten haben, sich in ihrem Land auch dazu zu vertrauensvoll an bestimmte Personen und Institutionen zu wenden. Wir haben das ja immer wieder zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Bundeswehr gehabt, dass Menschen in Gewissenskonflikte gekommen sind. Haben Sie einen Vorschlag, an wen zum Beispiel Herr Snowden sich hätte wenden können? Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe. Er hat sich entschieden und mich vorher nicht gefragt.
Kollege. Wobei, das müssen wir dazu sagen, diese ganzen Bürger-Fragestunden sind ja wie gemacht für Merkel. Die alte Einlull-Königin, ne? Ja, da kann sie tun, was sie am besten kann. Nämlich so tun, als würde sie sich um jeden und um alles kümmern. Dann gründen wir mal gemeinsam ein Bündnis für Kinder. Dann bin ich gewillt, da mir das anzugucken. Da dürfen Sie, Also ich muss mir das nochmal anschauen. Naja, da sorge ich dafür. Ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ja, da würde ich gerne mit hinkommen. Aber ich würde noch viel lieber mal in Ihre Tanzschule sehr gehen. Sehr gerne. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass die Kanzlerin das wahnsinnig gerne möchte. Endlich mal in die Tanzschule gehen von dieser ihr völlig unbekannten Frau, meine Damen und Herren. Ich bin schon lange nicht mehr alleine mit dem Auto gefahren, sage ich ganz offen. Ich bin früher gerne Auto gefahren. Jetzt traue ich mich nur noch auf Waldwegen, wenn überhaupt. Weil allein der Gedanke, was öffentlich los ist, wenn ich irgendwie selbst gar nicht den Unfall verschuldet habe, sondern irgendwas passiert, der hält mich davon ab. Und guten Abend, Frau Merkel. Ja. Mein Name ist Patrick Pronk. Ich komme aus Worpswede. Und Frau Merkel, ich lebe seit 10 Jahren mit meinem Partner zusammen und es ist eigentlich immer unser großer Wunsch gewesen, die Möglichkeit zu bekommen, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Und diese Möglichkeit ist in Deutschland aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, ob Sie für oder gegen ein Adoptionsrecht sind für gleichgeschlechtlich lebende Ehepaare und wenn Sie dagegen sind, warum? Also es versteht sich, glaube ich, von selbst, dass ich erstmal gegen Diskriminierung bin. Ich weiß, dass in den Partnerschaften die gleichen Werte gelebt werden. Wir haben auch jetzt ja eine ganze Reihe von Gleichstellungsanerkennungen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwer tue mit der völligen Gleichstellung. Wir haben die Sukzessivadoption. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ja für richtig erklärt und für rechtlich notwendig. Ich persönlich, und ich weiß, dass wir da nicht übereinkommen, ich habe schon mit vielen Menschen auch darüber gesprochen, werde jedenfalls nicht selber einen Gesetzentwurf einbringen für eine komplette Gleichstellung für die Adoption. Ich weiß, dass das für viele gleichgeschlechtliche Paare schwer ist, aber ich bin mir einfach da nicht ganz sicher, ob wir nicht versuchen sollten, dann die Adoption hier nicht so gleichzustellen wie in Paaren von Männern und Frauen. Aber aus welchen Gründen? Also ich weiß, dass Sie es nicht wollen, aber ich kann jetzt nicht nachvollziehen, was genau Ihre Gründe sind, warum Kinder bei gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften nicht genauso gut aufwachsen. Ich denke, das ist ja auch eine kontroverse Diskussion. Es geht um die Frage des Kindeswohls natürlich in solchen Beziehungen und um die geht es immer, um die Frage des Kindeswohls. Aber um die geht es uns auch. Ja, na, das weiß ich doch. Und trotzdem, ich mag ja jetzt auch manch einem etwas veraltet daherkommen, das muss ich jetzt einfach aushalten. Ich finde nur, dass, wenn ich darf, auch nicht aus meinem Denken hier einfach etwas verschweigen. Ich tue mich schwer damit. Und ich weiß, dass ich damit auch Menschen ihre Wünsche nicht erfülle. Und es kann auch sein, dass durch die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, durch die Rechtsprechung sich das dann so entwickelt. Ich werde, das sage ich Ihnen nur ganz offen hier, einen solchen Gesetzentwurf von meiner Partei aus nicht einbringen. Dann stellen Sie Ihr Familienbild der CDU und Ihre eigene Meinung meiner Meinung nach über den Gleichheitsgrundsatz. Das Bundesverfassungsgericht wird dazu ja eine Entscheidung treffen. Ich verstehe Sie ja gut, dass Sie sagen, Sie fühlen sich genauso wie Eltern, die Mutter und Vater sind. In der Adoption würden die Kinder genauso aufwachsen. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo das geschieht. Wenn der Gesetzgeber dann die völlige Gleichstellung von Ehen aus Männern und Frauen mit der Partnerschaft von Gleichgeschlechtlichen macht, ist das trotzdem gegenüber den Kindern schon nochmal ein Schritt, bei dem ich nicht die Allereinzigste in Deutschland bin, die sich damit etwas schwer tut. Und lassen Sie es uns bei der Offenheit einfach bestehen und dann lebe ich damit, dass ich mich da noch etwas schwer tue. Ich muss Sie das jetzt fragen.